Hallo liebe Kids, willkommen bei einer neuen Ausgabe von KVK, Kunst für Kids. Und heute geht es um Design und um ein besonderes Designobjekt, den Stuhl. Den Begriff Design oder Designer habt ihr sicher schon mal gehört. Designer sind die Leute, die all diese Dinge, die um uns geben, entwerfen. Dinge, die um uns herum sind, mit denen wir täglich zu tun haben, die wir manchmal gar nicht mehr so richtig wahrnehmen. Das fängt an bei der Gabel über ein Schreibgerät wie den Kugelschreiber, geht hin bis zu Autos und es gibt Modedesigner, es gibt Industriedesigner, die große Industrieanlagen entwerfen, die Maschinen entwerfen. Es gibt eigentlich nichts, was nicht entworfen wird und von den Designern gezeichnet, als Modell gebaut und dann eben in die Produktion umgesetzt wird. Und wenn wir über Stühle reden, ich weiß nicht oder man weiß nicht, wann die ersten Stühle entstanden sind, aber am Anfang saßen die Menschen sicher auf dem Boden und dann haben sie entdeckt, dass man auf dem Steinblock, der irgendwo rumlag, oder auf einem Stück Ast oder ein Stück Baum, dass man da sitzen konnte. Und sitzen wurde sehr schnell zu einem Privileg, und zwar für die Mächtigen, für die Herrscher. Und deswegen kann man sich auch denken, dass später goldene Throne gebaut wurden, auf denen Herrscher heute noch sich präsentieren, während ihre Untertanen auf einfachen Stühlen sitzen. Und ich habe hier einen ganz berühmten Stuhl, der 1914 entworfen wurde. Der heißt Red and Blue Chair, also rote Rückenseite, blaue Sitzfläche. Und der ist ganz konstruktiv gebaut, wie man das nennt. Also eine Art Gerüst, auf dem dann eben die Sitzfläche und die Rückenfläche eingelegt sind und die Seiten der Holzstäbe oder der Holzkonstruktion, die sind blau abgesetzt, also sehr schöne grafische Gegensätze. Und entworfen hat es ein Architekt und es sieht auch sehr architektonisch wie gebaut aus, der heißt Redfield. Und genau das Gegenteil ist ein Stuhl einer italienischen Designergruppe, die Memphis heißt, ungefähr 70 Jahre später. Sehr poppig, sehr verspielt, sehr bunt. Ihr seht hier eine Kugel, ihr seht hier einen Zylinder eingelegt als Seitenfläche, gebogene Teile und ganz starke Farbkontraste. Und diese Gruppe Memphis hat ganz viele Stühle entworfen. Da sieht ein zweites Beispiel, also was sehr Konstruktives, aber dann eben durch die schwarzen und gelben Flächen, mit denen er bemalt ist, eben wieder in eine ganz andere Richtung gelenkt. Und bevor Designer ein Objekt in die Produktion geben, machen sie Skizzen, Entwurfsskizzen und Modelle. Und dazu möchte ich euch anregen, euch mal zu überlegen, wie so ein Stuhl aussehen könnte. Ich sage euer Stuhl und ich habe so kleine Modelle mal hergestellt, um zu zeigen, wie einfach das ist. Also ein Würfel mit einer Sitzfläche hinten dran und den müsste man jetzt nur noch bunt bemalen. Kann man sich alles vorstellen. Auch den Würfel kann man in den Seiten unterschiedlich bemalen. Dann ein zweiter Stuhlentwurf, so ein kleines Modell, da ist dann eben so ein Stück Papprohre drunter, die Sitzfläche und dann eine Art Wolke, die man jetzt blau anmalen könnte, dann wäre es ein Wolkenstuhl. Man kann sich also auch ein Thema nehmen und eben alle anderen Teile wie Himmel oder blau bemalen. Und dann ein drittes Beispiel, ihr seht, wie einfach das ist. Das ist nur konstruiert aus Pappe, sodass es hält. Und da hier viele große Flächen sind, bietet sich das Ganze wieder an, es bunt zu gestalten. Ja, die Designer machen Modelle, bevor sie in die detaillierte Konstruktionsplanung gehen. Und dann weiß man schon im Detail, im Kleinen, wie der Stuhl aussieht. Und das soll die Anregung an euch sein. Baut mal kleine Stuhlmodelle, macht sie farbig und überlegt euch, wie kann euer Stuhl aussehen. Und vielleicht habt ihr ja noch im Keller einen alten Stuhl stehen, der nicht mehr gebraucht wird, den ihr eben bunt anmalen könnt. Also, ihr seht, das Thema Stühle gibt ganz viele Möglichkeiten her und ich wünsche euch viel Spaß bei der Arbeit.